Ja, hallo ihr Lieben, hier ist die Rosemarie und heute wollte ich ein Video machen in Antwort auf eine der Fragen, die gekommen ist auf mein Video. Wer ist bereit für eine tiefe Transformation? Drei ganz tolle, mutige Frauen haben sich gemeldet und mit denen habe ich gesprochen, um zu schauen, was deren Anliegen ist. Und daraus ist jetzt die Idee entstanden, diese Fragen, die sie in sich haben, mit in ein Video zu nehmen für uns alle. Und natürlich mache ich das auf anonyme Art und Weise. Ja, es ist ein bisschen so eine Sitzung. Ja, die vor allem für diese Frauen bestimmt ist, aber wovon ich weiß, dass wir alle sehr viel davon haben werden. Ja, es braucht manchmal spezifische Fragen, um zu mehr spezifischen Antworten zu kommen, also auch zu tieferen Antworten. Und hoffentlich interessiert euch dies. Also ich habe die Kommentare der Frauen auf mein Video gelöscht, damit es auch dort anonym bleibt. Und ihr Lieben, ich bin euch so dankbar, dass ihr so bereitwillig seid und auch so leidenschaftlich seid. Ja, ihr hattet alle drei so eine starke, intensive Energie in euch, die euch fast schon katapultiert haben, es auszusprechen. Ja, Karten auf den Tisch zu legen, nicht nur für euch, sondern für die ganze Menschheit. Und wir wollen mal gucken, was diese Videos machen. Also ich werde auch in Zukunft Gelegenheiten geben, Fragen zu beantworten, ja, wo wir tiefer auf Sachen reingehen können, um uns allen, sage ich mal, diese Transformation zu erlauben. Dazu könnt ihr mir eure Fragen jederzeit schicken. Ja, am liebsten wahrscheinlich auf PN oder WhatsApp, also eine persönliche Nachricht, wenn ihr euch nicht wohl damit fühlt, es unter den Videos zu kommentieren. Ja, ich werde sie dann sammeln und ab und zu diese Art von Videos machen und ich freue mich einen Keks, weil das erlaubt mir noch viel mehr zu sagen und viel mehr zu bewirken. Also danke dafür, meinen tiefsten Dank. Ja, diejenigen von euch, die vielleicht auch mal Familienaufstellungen miterlebt haben, ja, wo jemand eine Aufstellung macht. Das ist ja wirklich Karten auf den Tisch legen, wie jetzt auch. Ja? Wovon jeder etwas mitnehmen kann für sich. Weil letztendlich sind diese Menschheitsthemen all unsere Themen. Ja? Nur haben verschiedene Leute verschiedene Schwerpunkte. Aber was das dann auch wieder erlaubt, Variation in den Ganzen zu bringen und auch verschiedene Ansichtspunkte. Eingänge zu finden, ja, zu diesen ganz tiefen Themen. Ja, also ich freue mich ein Keks und ich bin mal ganz gespannt, wie es weitergeht. Ja, also muss man in mich reinfühlen, es muss noch was anderes gesagt werden. Ich merke auch in mir eine ganz andere Spannung hiermit, ja. Es fragt mich wirklich, nicht nur tiefgreifend zu sprechen, sondern auch hochgreifend, ja? Damit wir, sage ich mal, eine bessere Übersicht kriegen über, was im Moment vorgeht und auch vorgeht im Kollektivfeld, aber auch vorgeht in uns. So, schauen wir mal. Ich würde diese Frage jetzt mal gerne vorlesen, damit ihr wisst, was heute im Spiel ist. Und
Dann starte ich. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute ist ja ein Feiertag und hoffentlich sind viele von euch frei und haben vielleicht auch das Bedürfnis, sich mit höheren Sachen anzubinden heute. Ja, meistens die kirchlichen Feiertage haben nicht die tollste Energie, ehrlich gesagt. Ja, also ich werde auch ganz offen und ehrlich solche Sachen ansprechen müssen. Also für mich war das auch heute ein Tag, ich dachte, sudel ich ja mit dem Kollektiv heute in was da im Äther ist oder gehe ich in eine tiefgreifende Body of Work, wurde mir gesagt auf Englisch, also ein Arbeitskörper, womit wir arbeiten können heute, ja, wo wir reinfühlen dürfen, wo wir uns selber finden dürfen. Das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, was ich in mir fühle, was ich hier reinbringe. Es ist ganz schön intensiv, oder? Intensive Zeiten, genau. So, die Frage, mit der ich heute arbeiten werde. Ich sag mal, es ist eher wie ein Mini-Brief an mich geworden. Es heißt so: Liebe Rosemarie, ich fühle mich so erschöpft. Es ist, als ob ich für nichts mehr brennen kann. Vor allem seit der Corona-Zeit und Social Distancing habe ich das Gefühl, überhaupt nicht mehr zu wissen, was ich will. Ich habe Watte im Kopf und lenke mich nur noch mit Dingen ab. Ich hatte in meinem Leben immer schon das Gefühl, nichts richtig zu machen. Leute begegnen mir auf feindliche Art so stark, dass ich mich oft gefragt habe, ob schwarze Magie im Spiel ist. Ich weiß oft nicht, wie ich mit Gefühlen der Wut umgehen soll. Ich bekomme ein schlechtes Gewissen, wenn ich wütend bin. Wenn ich mich von anderen abgrenze, die mir nicht gut tun, habe ich Angst, ein schlechter Mensch zu sein und schlechtes Karma zu erzeugen. So, danke für deine sehr authentische, ehrliche und sehr tiefe Frage, womit du nicht alleine bist. Okay, ich werde mal einen Moment brauchen. Ich sprühe noch einmal Erzengel Raphael in meine Aura. Meine Liebe, wir kennen uns schon seit Äonen von Zeiten. Und auch in diesem Leben haben wir gewählt, einander zu kennen. Schon viele Jahre sind wir verbändelt miteinander und haben schon unzählige Sachen miteinander ausgetauscht und durchlebt. Wie so oft in der Menschheitsgeschichte kommen immer wieder Wellen von Wesen auf diesem Planeten, um an der richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um etwas in Bewegung zu setzen. Und dieses in Bewegung setzen ist nicht durch das
Tun an erster Stelle, sondern durch das Sein. Und du und ich sind aus einer Welle gekommen, die so nötig war in der Zeit. Ja, wir waren Vorreiter der Neuzeitkinder. Ja, es werden viele geboren im Moment. Aber in der Zeit, wo wir geboren wurden, waren noch nicht so viele da. Nach meinem Empfinden hat das ungefähr seit 1950, vielleicht ein paar Jahre davor, angefangen. Und das ist ganz anders, was die anderen meinen. Ja, die meinen, es hat seit den 70er, 80er oder 90er Jahren angefangen. Nee. Und woher ich das weiß? Ich war mit einem davon verheiratet. Geboren in 1948. Und weil er einer der ersten seiner Sorte war, in der Zeit, ja, jetzt gibt es viele, war er unglaublich einsam. Und ich denke, diese Einsamkeit können wir als Neuzeitkinder alle fühlen. Ich sag's mal so. Es geht alles um Frequenzen und um Frequenzerhöhung. Ja, alle, die wir geboren worden sind, nach der Generation der Zweiten Weltkriegszeit oder danach, sind in einem Feld gelandet, das sehr kaputt war. Viele davon traumatisiert. Viele davon nicht mehr in Kontakt zu ihren Gefühlen. Und auch war es verboten, Gefühle zu haben. Ja, sie standen gar nicht mehr in Verbindung zu sich selbst. Und sprechen wir mal ganz kurz über, was bedeutet es, ja, ob etwas schwarz oder weiß ist. Du hast hier die schwarze Magie genannt. Ja, wir können auch sprechen über Gut und Böse. Es sind Bezeichnungen, die gekommen sind aus Bewertungen. Ja. Schwarz wird mit etwas Bösem verknüpft, weiß mit etwas Gutem. Aber ist das wirklich wahr? Stell dir mal vor, in einen Raum zu laufen, der dunkel ist. Und du suchst den Lichtschalter und machst den an. Gibt es Lichtschalter, die es verdunkeln? Nein, es gibt nur Lichtschalter, die etwas erhellen. Und so sind wir in einer Welt gelandet, die an dem Moment die Lichtschalter nicht mehr gefunden haben. Sie waren zwar da, aber sie konnten sie nicht mehr finden oder wollten sie nicht mehr finden oder hatten Angst, sie nochmal zu finden. Und wir kamen mit so viel Licht, ja, du weißt auch, wir schwingen sehr hoch und haben das immer schon gemacht. Und die Kinder dieser neuen Zeit jetzt schwingen oft noch höher. Ja, aber auch dieses hohe Schwingen im Vergleich zu den niedrigen Frequenzen ist auch keine Sache des Guten oder Bösen. Sagen wir ganz ehrlich, sind wir dadurch bessere Menschen? Ich denke, wir sind
mehr bewusste Menschen. Ja? Weil eine höhere Schwingung bedeutet mehr Bewusstsein. Ja? Darum hatten wir auch so viel Empathie. Darum hatten auch so viel mehr Fähigkeiten zu fühlen, was andere fühlen. Ja, unser Bewusstsein war stärker da oder wir haben mehr davon mitnehmen können aus dem Universum und es nicht vergessen bei der Geburt. Ja, schaut euch die neuen Generationen an. Für die ist so vieles selbstverständlich. Was wir uns noch erarbeiten mussten. Und so geht die Evolution weiter, weil es werden immer mehr Generationen geboren, die mehr Bewusstsein mitbringen, denen wir, auch wir und viele andere, den Weg bereitet haben und auch durch die innere Arbeit, die wir gemacht haben. Und natürlich sind wir auf die Erde gekommen, um auch Mensch zu sein. Wir sind nicht nur Wesen, wir sind Wesen in einem Körper. Und auch für uns war es unbedingt notwendig, um menschliche Erfahrungen zu machen, um menschliche Emotionen zu fühlen. Denn durch diese Emotionen, die bieten uns das beste Wachstum überhaupt, weil sie sind solch starke Indikatoren, ob wir mit uns selber verbunden sind oder nicht, oder ob wir etwas am Prozessieren sind, oder ob wir viel im Kollektivfeld herumhängen, ja, von dem, wo wir reingeboren sind. Ich sag mal, unser Einer mit dieser höheren Frequenz, ja, wir mussten unbedingt aus diesem Gut und Böse rauskommen, weil das ist die größte Falle hier auf Erden, ist Bewertung. Ja, was schlecht ist, was gut, was schwarz ist, was weiß. Die Dualität, genau. Mit einer höheren Frequenz geboren zu sein, heißt auch, feinere Energien mitzubringen. Und feinere Energien sind kühl. Sehr kühl. Cool, wie man sagt. Ja? Wenn man dann reingeboren wird in einem Feld, was noch so erhitzt ist und so grob, ja, mit Schmerz, mit Leid, mit Hass, mit Rache, mit Schuld, mit Scham, ist das etwas, was wir überhaupt nicht verstehen können. Es ist uns völlig fremd, weil diese Erinnerung von dem, wo wir hergekommen sind, noch so stark vorhanden ist. Ja, und ich denke, viele von uns waren ein sehr aufgewecktes Kind, ja. Ich weiß, du hast mir oft gesagt, aber ich war so ernst. Ich auch. Ich habe die Ernsthaftigkeit der Zustände gesehen, ehrlich gesagt. Du auch, ja. Und wie nötig es war, dass ich da war, aber es nicht verstehen können. Und natürlich, wenn wir zu fröhlich waren oder zu ernst waren oder unseren Mund aufgemacht haben mit dem, was wir wahrgenommen haben oder was wir gefühlt haben und versucht haben, es auszusprechen, wurden wir sehr, sehr getadelt. Ja, vor allem von unseren Familien, die sich wie ertappt und erwischt gefühlt haben zu den Dingen, die sie verheimlicht haben, versteckt haben oder sich nicht ansehen konnten oder sich auch nicht ansehen wollten. Es war für sie zu schmerzhaft,
zu schmerzhaft und sie hatten unglaubliche Angst, wenn sie mal damit anfangen, noch mehr Schmerzen zu spüren, als sie schon taten. Ja, im Moment fühlen wir auch. Es hat sich, sage ich mal, im Quantenfeld durch unsere Anwesenheit und alle, die nach uns gekommen sind, schon einiges verändert. Es ist ein bisschen so wie die Geschichte, das alte Ägypten zu verlassen, ja, eine biblische Geschichte, und in das neue Land Kanaan hereinzukommen oder willkommen geheißen zu werden. Und auch dort hat es viele Generationen gebraucht, bis das Volk wirklich so bereinigt war und so klar war, um in das neue Land von Milch und Honig eintreten zu dürfen. Es ist nicht so, dass weil wir da sind, es auf einmal möglich ist und sie kommen alle mit. Ganz im Gegenteil, ja, es ist ein Prozess, ist in die Gänge gekommen, um diese Schwingungserhöhung und auch diese Brücke möglich zu machen in das neue Land Kanaan. Natürlich spreche ich hier über die neue Erde. Ja? Also wir sind eigentlich alle Brückenarbeiter. Ja, wenn du willst. Und ich weiß, wir haben uns oft darüber unterhalten. Ja, auch beim Bau des Doms, nennen wir den mal, ja, den Kölner Dom, hat es 520 Jahre gedauert, bis der endlich so dastand, wie er heute ist. Und ihr wisst, er ist ja immer noch nicht fertig und er wird auch nie fertig werden, weil die Kölner glauben, dann geht die Welt unter. Ja, aber es ist so. Wir werden eigentlich nie fertig mit dieser Evolution. Weil Evolution geht immer, immer weiter. Es hat auch die Vorgabe, nie fertig zu werden. Denn wir sind alle Kreateure und wir kreieren. Und Kreation heißt, Sachen fließen. Und wenn das fertiggestellt würde werden, ja, da gibt es nichts mit zu tun. Ja, sowohl für uns nicht, als auch für unsere Götter nicht. Und der Spaß an der ganzen Sache ist, um zu kreieren, um weiterzukommen, um zu wachsen. Das zuerst mal. Und sagen wir vielleicht auch mal dazu, Gebäude wie der Kölner Dom machen keine Evolution. Wir Menschen aber machen Evolution. Dafür sind wir da, in einem konstanten Veränderungsprozess und konstantem Wachstum. Ja, und wie du weißt, haben wir uns zuerst mal mit unserer Familie befassen müssen. Ja, am Anfang, als wir hier geboren wurden, weil da wurden wir reingeboren. Das waren unsere Götter für eine Weile. Ja, sie haben uns gezeigt, wie wir laufen lernen, wie wir Dinge machen, wie wir ein Butterbrot essen. Und von denen haben wir einiges abgeschaut. Und ich weiß, bei dir in der Familie, wie auch in meiner, gab es so viele Dramen und so viel Leid und so viele Leidensgeschichten. Und wir, die aus diesem Feld der flüssigen Liebe kamen, Plasmaliebe und das, was wir immer noch sind, sind aufgewachsen unter Kämpfer.
Ja, obwohl wir selber auch eine gute Kampflust haben können. Aber ich glaube, wir sind eher die Kämpfer für etwas, während das die Kämpfer gegen etwas waren. Haben wir gemeint, wir müssten auch kämpfen lernen. Und ist auch richtig so. Wir mussten irgendwie uns schützen oder schützen lernen. Ja? Weil, sagen wir ehrlich, und du sprichst es auch an, wir wurden so falsch gemacht. Ja? Man hat uns überhaupt nicht verstanden, man hat uns auch überhaupt nicht wahrgenommen in unserem Wesen. Weil dazu hatten sie überhaupt keinen Zugang mehr. Es war für sie fremd und sogar bedrohlich. Weil wir sprachen Sachen an, die sie nicht mehr hören wollten und auch meinten, nicht fühlen zu wollen. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, sie hätten sich im Spiegel anschauen müssen. Ja. Sie hätten nicht mehr die Schuld schieben können auf den Zweiten Weltkrieg oder auf Adolf Hitler oder auf wen auch immer, auf die Regierung oder was auch immer. Sie hätten sich im Spiegel anschauen müssen und sagen, was mache ich mit meiner Welt im Innen? Ist sie in Ordnung und fühle ich mich in Ordnung mit mir? Ja. Alle waren nur beschäftigt mit Verteidigung, bekämpfen, im Außen und anderen die Schuld zu geben. Und haben sich nicht mehr konzentriert auf ihr Herz, wie sie sich mit sich fühlten, ob sie angebunden sind oder nicht zur göttlichen Quelle. Ich denke, viele haben es versucht. Ja? Aber ich denke, nach dem Bewusstsein, mit dem wir kamen, hat es uns nicht gereicht. Ja, und so haben wir als Empathen im Laufe der Zeit, weil wir gemerkt haben, das, was wir meinten, was wir hier vorfinden könnten, ja, mit dieser Vorausschau, die wir hatten, bevor wir kamen, das machen wir, das kriegen wir schon hin, ja. Und dann auch als Mensch geboren zu werden in dieser Zeit, die noch gar nicht so weit war, haben wir angefangen, Frust zu erleben. Ja, wir haben als Kinder gemeint, wenn wir liebevoll zu ihnen sind, wenn wir ihnen helfen, unseren Eltern zum Beispiel, wenn wir ihnen beistehen und deren Lasten mit helfen zu tragen, dann würde es besser werden. Und genau das Gegenteil wurde wahr. Es war eine lange Reise der Frust, oder? Wir haben uns immer erhofft, durch dieses Tun, ja, durch diese Unterstützung, wieder diese göttliche Liebe oder diese Liebe der Quelle zu fühlen. Oder erhofft, dass sie sich ändern würden oder dass sie sich anbinden würden. Und was natürlich auch verursacht hat, dass viele von uns auch schon im Kindesalter sehr, sehr erschöpft waren. Ja, wir haben da reingepowert ohne Ende. Ja, und viele von uns versuchen es immer noch. Ich glaube, viele von uns sind aber auch weiser geworden in dieser Zeit, durch zu wissen, dass man andere nicht retten kann. Ja, durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Kindheit. Man kann nun mal in der Welt eines anderen nicht kreieren. Man kann es ihnen vorleben. Absolut. Ja. Aber bedenke mal, als Kinder haben wir es vorgelebt. Ja? Wir waren die reinste Freude, der reinste Sonnenschein. Wir waren weise. Ja, wir hatten das Herz auf der Zunge. Wir waren frech.
manchmal. Ja? Schau dir deine eigenen Kinder an. Sie sind wunderbar, oder? Und so waren wir auch. Und vielleicht sind deine Kinder auch dafür da, um dir das nochmal zu zeigen und dich daran zu erinnern, wieder so zu werden wie sie. Ja? Frech nach Schnauze, offen, klar und Spaß haben ohne Ende. Weil, sagen wir mal, auch mal ehrlich, ja, die Lust und der Spaß ist uns oft verloren gegangen, weil wir meinten, dass nichts sich ändert. Aber ich glaube, wir haben an die falsche Stelle geguckt, wo sich die Veränderungen getan haben. Wenn wir die Augen hätten, ins Quantenfeld zu gucken, welche Samen wir dort gesät haben, ja, was es ermöglicht, für diese neuen Generationen geboren zu werden und mit diesem Bewusstsein geboren zu werden und dass dieses Bewusstsein, was wir mitgebracht haben, auch in diesem Quantenfeld gespeichert ist, was zugänglich ist für alle, die diesen Radiosender anmachen, ja, und eintunen. Ja. Ist der Mann in China, der auf einmal anfängt zu tanzen, weil er damit Kontakt bekommen hat. Wenn wir das sehen könnten, wirklich wahrlich sehen könnten, würden wir uns überhaupt keine Sorgen mehr machen. Überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben eher gelernt, dass es, was wir geben, eins auf eins zurückkommen soll. Aber gut, ja, wir haben auch falsche Sachen gelernt. Aber sagen wir auch mal ehrlich, ja, wäre es schön gewesen, um in den Schulen Unterricht zu bekommen in Liebe und was Liebe wirklich ist? Wäre es vielleicht auch weise gewesen, dass wir dort gelernt hätten, wie man über Geld denkt? Ja, Finanzen, die Energie des Geldes oder wie Energie überhaupt funktioniert. Das war ja alles nicht da. Ja, wir mussten das mit unserem Bewusstsein erarbeiten und machen das immer noch. Ja, um dieses hohe Bewusstsein umsetzen zu können in materiellen Dingen, um verstehen zu lernen, dass die Materie eigentlich nicht der Ausgangspunkt ist, sondern dass die Kreation der Ausgangspunkt ist. Genau. So, ich mache mal eine kurze Pause jetzt, um mal zu gucken, wie es weitergehen will. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Die Intensität.